Er ist Journalist, Autor und Verleger und er nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Ob Corona-Lüge, Klimawandel oder Pädokriminalität, es gibt kein Thema, das ihn und seine Feder abschreckt. Die Rede ist von Magister Werner Reichel, der uns heute Einblicke in menschliche Abgründe geben wird und uns erzählt, warum die Wahrheitsfindung alles andere als ein Honiglecken ist. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Herr Magister Reichel, vielleicht wollen Sie sich selber nur ganz kurz vorstellen, mit welchen Themen beschäftigen Sie sich so im Allgemeinen? Also ganz grundsätzlich beschäftige ich mich mit Themen, die vom Mainstream entweder ignoriert werden oder falsch dargestellt werden. Also das ist ja mittlerweile ein sehr, sehr weites Feld. Also ich mache das einerseits in meinem Verlag, also ich bringe da pro Jahr 5, 6, 7 Bücher raus, wie Sie selbst wissen. Ich habe ja auch ein Buch von Ihnen verlegt, was über die Corona-Zeit. Ich schreibe dann regelmäßig für sehr viele rechte, konservative, liberale Medien in Deutschland und Österreich und arbeite dann auch als Autor für den Kopp-Verlag, wo ich auch regelmäßig Bücher veröffentliche. Also das ist so, also ich lebe wirklich davon, ich schreibe so pro Tag so 10, 12 Stunden, beschäftige ich mich mit dem, was der Mainstream ausklammert, framed und oder propagandistisch verframed, ja. Seit wann brennen Sie für diese Themen, die der Mainstream ausschließt? Ist das schon länger so oder ist das Start mit Corona gewesen? Nein, das ist eigentlich seit sehr langer Zeit. Also das hat mich immer, also ich kann das jetzt gar nicht, weiß nicht, wann das angefangen hat, aber das hat mich eigentlich immer schon irgendwie irritiert. Also diese Schere zwischen dem, was man selbst wahrnimmt und das was die Großen, die Mainstream-Medien verbreiten. Wobei, das war jetzt vor 20 Jahren oder 25 Jahren, diese Schere war noch viel, viel kleiner als jetzt. Also mittlerweile ist ja das ganz dramatisch. Also das ist vor allem seit 2015 war ja sozusagen der erste so Kipppunkt, wenn man die Sprache der Linken verwenden will, mit dem Willkommenswahn oder Willkommenshype damals, als die geschlossen eigentlich die Mainstream-Medien nicht mehr berichtet haben, sondern eigentlich nur mehr dafür gesorgt haben, eine möglichst tolle Willkommensstimmung zu erzeugen und mit falschen Bildern oder mit geframten Bildern. Da bin ich dann auch zu dieser Zeit natürlich, habe ich mich vermehrt dann mit diesen Dingen beschäftigt und das war auch so ein Ruck ist da durch die Bevölkerung gegangen, dass da wirklich viele Leute sich abgewandt haben von dem Mainstream und den sozialen Medien, den alternativen Medien und den rechten Medien zugewandt haben. Und das war dann bei Corona, ist dann noch einmal, das war dann noch eigentlich noch einmal ein größerer Schub und da haben sich dann wirklich mittlerweile die Machtverhältnisse und auch die ziemlich verschoben eigentlich. Also das war früher, war man so Anfang der 2000er war man noch relativ einsam. Allerdings ist man auch weniger verfolgt worden dadurch und mittlerweile ist natürlich diese Gegenöffentlichkeit, wenn man es so nennen will, viel, viel größer geworden. Ja. Das heißt, wir sind gerade im großen Erwachen. Absolut. Und wie wir jetzt gerade sehen, werden die Methoden, wenn wir jetzt in die USA schauen, das Attentat auf Donald Trump oder auch in die Slowakei auf Herrn Fico oder jetzt in Deutschland ganz dramatisch das Verbot des Magazins Compact. Also das spitzt sich momentan wirklich massiv zu. Und wir sehen es ja auch jetzt, also es gibt jetzt ein, ich würde das sagen, als Wahl- oder Demokratieparadoxon, dass eigentlich überall im Westen die Bevölkerung nach rechts rückt. Also egal, das hat man bei der EU-Wahl gesehen, das hat man in Frankreich gesehen. Und die Reaktion des Establishments ist, die Bürger rücken nach rechts und die Regierungen nach links bis linksextrem. Also noch nie haben so viele Franzosen rechte Parteien gewählt wie vor wenigen Wochen jetzt im zweiten Wahlgang. Und die Konsequenz für diese, es waren knapp 40% und die Konsequenz ist, dass sie, die Franzosen jetzt die linkeste Regierung aller Zeiten haben. In der EU haben wir das genau das Gleiche, immer, egal ob das die AfD, die FPÖ oder auch im Osten, alle Parteien oder eben auch in Frankreich, die rechten Parteien haben massiven Stimmen dazu gewonnen. Und die Folge ist, dass die Frau von der Leyen jetzt mit den Grünen sozusagen gebackelt hat und noch weiter nach links gerückt ist. Und das ist ein Zustand, der natürlich zu Konflikten führen muss. Also wenn der Wähler genau das Gegenteil von dem bekommt, was er gewählt hat, dann kann das auf Dauer nicht gut gehen. Ja. Sie haben es kurz angesprochen, man wird verfolgt. War das immer so oder ist es jetzt erst in den letzten Jahren, dass man diese Themen besser nicht mehr angreift, wenn man seine
Heilige Ruhe haben wir. Naja, ich glaube, das hängt sozusagen von der Flughöhe ab. Also wenn man nicht wirklich eine große Verbreitung hat, ist man sozusagen unterm Radar, dann wird man ignoriert. Also das ist die erste Stufe. Zuerst wird man ignoriert und wenn man dann eine gewisse Popularität erreicht, eine gewisse Breitenwirkung, dann wird es unangenehm. Also dann kann es unangenehm werden. Und natürlich, das betrifft jetzt auch ganz global jetzt die ganze Szene, ich würde es mal ganz grob sagen, die nicht-linke Szene, weil das sind ja auch sehr viele Strömungen da versammelt. Und nachdem die Kollateralschäden bzw. die Schäden der linken Politik, was Zuwanderung, Schuldenpolitik, Deindustrialisierung, Klimawandel, die werden immer massiver und werden von Tag zu Tag schlimmer. Allein wenn man sich anschaut, was in Wien oder in den Großstädten jetzt durch die Zuwanderung passiert. Das heißt, die Leute rücken immer weiter nach rechts, die Alternativen und sozialen Medien werden immer stärker. Deshalb wird natürlich auch der Kampf gegen diese Gegenöffentlichkeit immer massiver. Und ich merke das auch bei meinem Verlag. Also man wird natürlich auf wirklich vielfältige Weise behindert, damit die Bücher ja nicht eine große Breitenwirkung erzielen. Ein paar Beispiele da vielleicht aus Ihrem Alltag. Was sind so die Mühlen, gegen die Sie ankämpfen, die Windmühlen? Also das Harmlose ist natürlich, dass solche Bücher, die ich verlege, einmal vom Mainstream komplett ignoriert werden. Oder respektive, wenn man nicht umhinkommt, sie zu erwähnen, weil sie zum Beispiel bei einer Pressekonferenz von Herbert Kickl oder von der FPÖ vorgestellt werden, dann kann man es nicht komplett ignorieren. Aber man merkt, also die Inhalte sind komplett uninteressant. Also ich glaube nicht, dass jemals ein Buch von mir wirklich von irgendeinem linken Journalisten gelesen worden ist, sondern es wird einfach die Tatsache, von wem das verlegt wird, was das für ein Verlag ist, in welchem Umfeld sich der bewegt, das reicht schon aus, um das Buch halt dann zu verdammen als rechts, als schlecht etc. Also das ist diese mediale, politische Seite. Und das betrifft aber alle Ebenen. Also es ist zum Beispiel üblich, dass sehr viele Buchhändler solche Bücher einfach nicht verkaufen. Ich meine, das ist jetzt mal grundsätzlich, kann natürlich jeder Kaufmann, ist nicht gezwungen, der kann verkaufen, was er will. Das ist seine Sache. Das Problem ist nur, dass die zum Teil wirklich die Kunden anlügen. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt ein Buch von mir kaufen wollen und Sie gehen zu irgendeiner bestimmten Thalia-Filiale und dann kann es sein, dass der Verkäufer Ihnen sagt, das Buch ist vergriffen, das gibt's nicht oder das kriegt man nicht. Also Sie behaupten, man kann es nicht kaufen und das stimmt einfach nicht, Sie wollen es nicht verkaufen. Also das sind so die Taktiken und Strategien, wie man halt politisch unangenehme Verlage irgendwie so ein bisschen ins Abseits drängt und diese Zuschreibungen mit rechts und rechtsextrem, das soll natürlich auch immer den Ruf schädigen, weil nach wie vor ja sehr viele Bürger noch immer eine zu Recht, zum Teil muss man auch sagen, große Angst haben, so als Rechter punziert zu werden. Wenn wir schon beim Thema rechts und links sind, da hat sich ja einiges verschoben. Die früher vielleicht eher links waren, stehen jetzt im rechten Eck, weil sie gesagt haben, was da passiert, passt nicht, so wollen wir das nicht mitmachen. Wann ist denn diese Definition umgekippt und kann man es überhaupt noch so definieren? Oder gibt es eine große breite Mitte, die nicht zuordnenbar ist? Nein, also grundsätzlich, also ich bin schon nach wie vor ein Freund der Zuordnung rechts und links oder rechts und links, wie der Ernst Jandl mal gesagt hat. Also es gibt natürlich schon mittlerweile so wirklich Überschneidungen oder wirklich so Konflikte innerhalb der Linken, vor allem würde ich sagen, bei den Rechten eigentlich eher weniger. Also wenn man sich anschaut, dass sehr, sehr viele so derivate marxistische, wie zum Beispiel Multikulti und auf der anderen Seite Gender, das sind ja Dinge, die eigentlich komplett inkompatibel miteinander sind. Also und da gibt es natürlich dann auch Spannungen und dadurch gibt es auch wirklich dann Linke, die dann plötzlich sehen, dass ihre Ideologie dann irgendwie zum Scheitern verurteilt ist oder beziehungsweise, dass das alles so nicht funktionieren kann. Und das war jetzt zum Beispiel eben bei Corona war das ja auch so, dass da plötzlich urgrüne und urlinke Positionen plötzlich von den Linken aufgegeben worden sind. Also ich schreibe jetzt gerade ein Buch über die Frau Baerbock und beschäftige mich auch mit der Frage, und das ist in dem Zusammenhang vielleicht ganz interessant, inwieweit Frau Baerbock eine linke Ideologin ist, also eine gefestigte oder einfach nur eine Globalistin, eine Marionette. Und wenn man sich anschaut, also sie hat in einigen Punkten ihre
linken Überzeugungen komplett abgelegt. Also je nachdem, was gerade erforderlich ist. Das eine war zum Beispiel die Gentechnik. Ich glaube, 2015 war sie noch, hat sie mit ihren Bundestagskollegen noch einen im Bundestag einen Antrag gestellt auf ein gentechnikfreies Deutschland. Das war dann 2018, 2019, als sie dann die Parteispitze erklommen hat, komplett anders. Da hat man dann plötzlich einen Paradigmenwechsel vorgeschlagen, sind der Herr Habeck, dass eigentlich Gentechnik eh super ist. Und zwar, das war noch vor Corona, da ist es eigentlich darum gegangen, um die sogenannte Ernährungswende. Also dass man die Landwirtschaft zerstört, die kleinteilige und die mittelständische und durch große Industrien ersetzt. Und wir kennen das alle, da braucht man dann Gentechnik dazu und die Insekten als Nahrungsmittelbasis etc. Also das war damals, ist man das offensichtlich, hat man das an die Grünen herangetragen, dass das wichtig ist und dann hat man einfach diese Position der Gentechnik komplett, alles was früher war, abgelehnt und sich neu orientiert. Und da gibt's, und dann natürlich auch bei Corona, dann hat man sich dann überhaupt die Genspritze in die Blutbahn gejagt und das propagiert. Also da gibt es eigentlich viele Beispiele, dass die Linken das sehr, sehr situationselastisch, sag mal, sind und eigentlich keine gefestigten Ideologen sind. Ist ja zum Beispiel auch bei Privatjetreisen so, die nicht unbedingt grün und natur- und umweltfreundlich sind. Gut, das ist dann die Heuchelei. Also dass man natürlich immer nur, also den Verzicht predigt man immer und verlangt man immer nur von den Bürgern. Man selbst macht das natürlich nicht. Also es war jetzt bei der Fußball-Europameisterschaft, ist sie dann nach Luxemburg, von Köln nach Luxemburg, glaube ich, 180 Kilometer waren das geflogen, haben sogar das Nachtflugverbot aufgehoben. Also man fühlt sich wirklich, weil man ja quasi die Wahrheit für sich gepachtet hat, so ein bisschen als eine Art Monarch. Und man steht dann wirklich über dem Gesetz und über den Untertanen. Und genauso agiert diese Regierung. Das ist jetzt egal, ob das jetzt in Deutschland oder Österreich ist. Also das betrifft die Frau Baerbock gleichermaßen wie die Frau Gewessler. Wenn man sich jetzt die Frau Baerbock anschaut, Sie haben ja ausführlich recherchiert, wie würden Sie es beurteilen? Ist sie so, wie sie sich gibt? Kritiker sagen ja, dass die Aussagen nicht unbedingt immer klug sind, die Frau Baerbock äußert. Ist sie so oder gibt sie sich nur so? Ich glaube schon, dass sie wirklich so ist und das ist ihr großer Vorteil. Also natürlich, also insofern ist es nicht so, wie sie sich gibt, weil sie natürlich gern schummelt. Also wir wissen, dass sie hat ihren Lebenslauf mit einem zum Beispiel mit einem Bachelor, den sie nie gemacht hat, aufgepeppt und mit anderen, mit Mitgliedschaften in Organisationen, die gar keine Mitglieder haben etc. Also sie achtet immer darauf, mehr zu sein, als sie ist. Oder sie hat auch ihr Buch, das sie jetzt heißt, nicht selbst geschrieben, sondern im Großteil abgeschrieben. Sie hat sich Diäten genehmigt und jetzt gibt es ja gerade einen Fall, wo man weiß jetzt nicht, ob sie daran beteiligt war, wo Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes in Deutschland massiv illegal vor allem Afghanen ins Land geschleust haben mit gefälschten Papieren. Also das wird jetzt gerade juristisch aufgearbeitet. Also insofern, sie verfolgt schon ihre Agenda, ihre Grüne, also Energiewende und Atomkraftwerke abschalten und Massenzuwanderung. Und ich glaube sogar wirklich, dass sie das wirklich ernst meint, dass das wirklich ihr ein Anliegen ist. Und genau das macht sie eigentlich so spannend. Sie ist wirklich eine gute Marionette. Also ich glaube nicht, dass sie mitkriegt, was jetzt hinter der Politik, die sie verfolgt, was da wirklich steckt. Also das, glaube ich, begreift sie nicht. Und insofern ist sie, so wie auch der Robert Habeck, und auch bei uns eine Frau Gewessler, natürlich eine ideale Politikerin für gewisse Kreise. Ist vielleicht auch eine Grundvoraussetzung, dass man da weniger selber drüber nachdenkt und nachforscht, sondern einfach gut umsetzt, was aufgetragen wird. Also das ist wirklich so. Ich glaube, das ist wirklich eine Grundvoraussetzung, nachdem diese Art der Politik, die wir jetzt sehen, vor allem jetzt in Deutschland und in Österreich, das ist ja keine Sachpolitik, das ist ja keine pragmatische Politik. Diese Leute sind ja nicht in die Politik gegangen, um die Probleme der Menschen zu lösen oder dem Land und dem Volk zu dienen, sondern die setzen ja ihre ideologiegetriebenen Projekte um. Und zwar rücksichtslos, die Energiewende oder die Massenzuwanderung. Und da man keine Sachpolitik macht, braucht man auch keine Sachkenntnisse. Und wenn man sich anschaut, jetzt das politische Personal, da sind ja immer weniger Leute, die wirklich irgendeine echte Ausbildung haben, Berufserfahrung haben, ein naturwissenschaftliches Studium abgeschlossen haben, sondern die sind in Wahrheit ausbildungslos oder bildungslos. Und ich glaube sogar, das ist die Grundvoraussetzung, dass man zum Beispiel so ein wahnwitziges Projekt wie die Energiewende umsetzen kann, weil hätte man nur eine leise Ahnung von dem, wie
Strom produziert wird, was Energie ist. Wie, ich meine, die Frau Baerbock hat zum Beispiel gesagt, das Netz ist der Speicher. Also sowas kann man nur sagen, wenn man komplett ahnungslos ist, wenn man nicht einmal weiß, wie eine Batterie oder ein Verlängerungskabel funktioniert. Und ich glaube wirklich, das ist die Grundvoraussetzung, dass man solche gegen die Interessen des Landes und der Bevölkerung gerichtete linke Experimente überhaupt durchführen kann. Weil sonst würde man es nicht durchführen, sonst würde man wissen, dass das im Chaos und in Not und Elend enden muss. Also das... Es bleibt auf jeden Fall spannend. Im Gegensatz zu Frau Baerbock habe ich mein Buch schon selber geschrieben. Es ist die Frage, was hat Sie denn dazu bewegt, dass Sie auch mein Buch verlegen? Sie haben sehr namhafte Autoren und sehr große Erfolge mit Ihren Büchern bereits. Was hat Sie zu meinem Buch bewegt? Also grundsätzlich, weil es gut geschrieben ist und sehr spannend und witzig, wie, und zwar eben aus einer anderen Perspektive, die Corona-Pandemie. Es gibt ja wirklich mittlerweile wirklich sehr viele Bücher zu dieser Zeit und auch sehr gute Bücher. Und das war wirklich so, wie das der Bürger oder wie man das erlebt hat und was man auch vor allem, und das ist das Schöne, dagegen tun kann. Also, und das ist in dem Buch wirklich gut beschrieben. Also, dass man eben nicht dazu verdammt ist, diese Maßnahmen, die einem von oben aufoktroyiert werden, auch umzusetzen und das alles zu erdulden, sondern dass man wirklich auch sich dagegen auflehnen kann und das auch, und das ist auch wirklich sehr gut, ohne da jetzt in irgendwelchen Panik zu verfallen oder sondern das ist ja alles mit wirklich auch mit Lebensfreude und Widerstandsgeist. Und also das ist wirklich ein sehr ermutigendes Buch. Das kann ich auch wirklich den Zusehern wirklich empfehlen. Also das ist, weil das die Zeit wirklich sehr gut aufarbeitet und das ist halt wirklich ein gutes Zeitdokument, wie das damals für die Bevölkerung war oder für große Teile der Bevölkerung. Ja. Es braucht ja ein bisschen Widerstand und Sie haben ja auch ein Buch verlegt und die Schwurbler hatten doch recht. Warum hatten denn die Schwurbler recht? Woran erkennt man das? Gut, ich meine, grundsätzlich, wer sich mit diesem Thema auseinandersetzt, und zwar jetzt eben nicht nur über ORF und Kurier und Kronenzeitung, der kriegt ja das schon seit langem mit. Und je länger die Pandemie vorbei ist, desto mehr Daten, Fakten kommen ja an die Oberfläche. Also ich habe zum Beispiel jetzt gestern gelesen, dass in Deutschland die Geburtenrate massiv gesunken ist. Auch die Zahl der Totgeburten etc. Es gibt ja auch immer wieder diese plötzlichen Todesfälle. Also es gibt, und auch die RKI-Files, die haben mir das auch wirklich ganz klar gezeigt, worum es da gegangen ist. Es hat ja auch da diesen österreichischen Maoisten gegeben, der da als Corona-Experte da damals die Strategie der deutschen Bundesregierung damit geprägt hat, indem man die Leute in Angst und Schrecken versetzt. Also es gibt ja mittlerweile so viele Informationen, die das einfach ganz klar belegen, dass wir damals wirklich betrogen worden sind und dass das Virus oder der Virus ein Instrument war, um die Gesellschaft zu verändern und das Herrschaftssystem zu verändern. Das hat man ja leider Gottes auch sehr erfolgreich getan. Und was man jetzt mitkriegt, plant man ja schon die nächsten oder bereitet man sich ja, sagen wir so mal, auf die nächsten Pandemien vor. Jetzt versucht man ja gerade die Vogelgrippe da in irgendeiner Weise hochzufahren. Es ist ja nicht nur die Vogelgrippe, die da gerade massiv beworben wird, nennen wir es jetzt einmal so, wir haben schon Impfstoffe, jetzt braucht man nur mal irgendwelche Menschen, die an der Vogelgrippe endlich erkranken, dass man diese Impfstoffe dann wieder verimpfen kann. Es ist ja auch die Rückkehr von Corona gerade wieder massiv propagiert. Das heißt, es werden schon wieder Masken gefordert. Ich glaube, bei der Tour de France, da war Maskenpflicht für die Medienvertreter. Man sieht ja, sie probieren Corona noch einmal aufzuwärmen. Glauben Sie, dass genug aufgewacht sind inzwischen, dass das nicht noch einmal so wie 2020 hochfährt? Oder geht da noch eine Runde, geht es noch härter? Ich glaube, ob es geht, wird sich herausstellen, aber sie werden es auf jeden Fall probieren. Also das glaube ich, kann man schon sagen. Weil wenn man sich jetzt anschaut, Corona war sozusagen eine Art Testlauf. Ob das jetzt geplant war oder nicht, das spielt jetzt gar keine Rolle. Aber man hat gesehen, während der Corona-Pandemie, was alles möglich ist. Und ich meine, das haben ja so Leute wie der Rudolf Anschober oder danach der Herr Rauch ja sogar ganz offen gesagt. Also ich glaube, der Herr Rauch hat gesagt, mit welcher Radikalität man das da umgesetzt hat, das hat ihm, glaube ich, selbst verwundert und man muss das jetzt weiter verfolgen. Und auch der Herr Anschober hat gesagt, also das, was man während der Corona-Pandemie gemacht hat, muss man auch auf auf die Klimapolitik anwenden. Das heißt, man hat ja, die Politik hat sehr schnell erkannt, was für ein mächtiges Instrument A, die Angst ist und die Panik, vor allem vor dem Tod. Also wir erinnern uns alle noch an Sebastian Kurz. Jeder wird jemanden kennen, der an Corona gestorben ist.
Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der noch viel zu wenig aufgearbeitet worden ist, mit welcher Skrupellosigkeit man ganze Millionen von Menschen in Todesangst versetzt hat und was man da auch psychisch angerichtet hat bei Kindern, bei älteren Leuten. Also es gibt ja sehr viele Leute, zu denen auch ich gehöre und wahrscheinlich auch Sie, die sich da keine Angst machen haben lassen und die während dieser Corona-Pandemie ganz normal weitergelebt haben, also bis auf die Einschränkungen, die man hatte. Aber das muss ich wirklich vorstellen, da hat es Leute gegeben, die jahrelang in Angst, in Todesangst gelebt haben. Und zwar politisch induziert, weil das halt eine politische Strategie ist. Und also das ist wirklich an Skrupellosigkeit und Verantwortungslosigkeit eigentlich unglaublich. Und weil es so gut funktioniert hat, versucht man das immer und immer wieder, und es ist ja nicht auf Corona, es geht ja nicht ums Virus, es geht immer nur um irgendeine Angstkulisse. Also die Angstkulisse kann ein Virus sein, das kann das CO2 sein, also die große Klimaapokalypse, das kann der Herr Putin sein. Also es gibt ja, also diese Zeiten, dass wir quasi in einer normalen Zeit leben, wo nicht die Politik irgendeine Panik oder irgendeine Weltuntergangsstimmung verbreitet, die ist vorbei, weil man hat gelernt, mit dieser Drohkulisse kann man die Leute viel, viel leichter steuern. Man kann die Demokratie oder demokratische Prozesse außer Kraft setzen. Übrigens auch diese große Gefahr von rechts, die pausenlos propagiert wird, fällt ja auch in dieses Schema. Also wir sind permanent von ganz, ganz groben Gefahren bedroht und man muss dann ganz schnell und alternativlos, das ist immer der Punkt, und alternativlos ist ja nichts anderes als ein Euphemismus oder ein anderes Wort für totalitär, weil in einer Demokratie ist nichts alternativlos. Und nachdem dieses Mittel sich so gut bewährt hat, wird man es immer und immer wieder einsetzen. Also eben, wenn gerade nichts anderes zur Verfügung ist, setzt man aufs Klima, dann kommt wieder das irgendein Virus etc. Aber ich glaube, das hängt jetzt wirklich von den Bürgern ab, wie sehr sie sich dagegen wehren und sich das nicht gefallen lassen. Aber von Seiten der Mächtigen wird das natürlich probiert. Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit oder sehen Sie die Möglichkeit eines Umbruchs, dass man irgendwie wieder wegkommt von dem Kurs, oder ist der alternativlos? Also ich bin eigentlich sehr optimistisch. Also das Wichtigste ist, solche Systeme funktionieren ja primär nur dann, solange noch irgendwie halbwegs Geld vorhanden ist. Und wenn man sich jetzt anschaut in Deutschland, wo gerade die Ampelregierung unter der Federführung der Grünen, die eine der größten Wirtschaftsnationen der Welt, komplett gegen die Wand fahren. Und wenn man auch weiß, dass, ich meine, die EU existiert nur solange Deutschland die anderen Länder bezahlen kann, Frankreich, Italien, Spanien etc. Also wenn das irgendwie jetzt akut wird und man sieht ja, also die deutsche Wirtschaft steckt in einer Rezession, Deindustrialisierung, die Firmen wandern ab und es kommt irgendwann mal der Punkt, den die Margaret Thatcher seinerzeit so schön beschrieben hat, irgendwann geht den Sozialisten das Geld der anderen Leute aus. Und wenn der Staat nicht mehr in der Lage ist, all seine ganzen Helfershelfer zu bezahlen, diese ganzen, die Mainstream-Medien, die NGOs, diese gewaltigen Beamtenapparate, das sind ja alles genau diese Strukturen, stützen ja den Staat und das System. Und ich weiß nicht, ob es einen Crash kommen wird oder nicht, aber auf Dauer kann das nicht gut gehen. Also die Schuldenpolitik, es hat jetzt eine Studie gegeben, dass alleine die direkten Flüchtlingskosten in Deutschland pro Jahr über 30 Milliarden Euro sind. Also nur vom Bund, da kommen noch die Länder dazu und die indirekten Ausgaben. Also das sind gigantische Ausgaben. Und die Steuernahmen können auf Dauer nicht mehr aufrechterhalten werden, weil zum Beispiel so jetzt BASF oder andere große Industrien entweder abwandern, BASF macht das zum Beispiel, oder halt irgendwie die Produktion einstellen. Also ich glaube, das System, ich glaube, es ist notwendig, dass wirklich so, wenn ein Umdenken kommt, das kann nur kommen, wenn wirklich vorher wirklich sehr viel kaputt ist. Also solange es dem Durchschnittsbürger halbwegs gut geht und er sich halbwegs noch das Leben leisten kann, wird es keine grobe Veränderungen geben. Aber das ist die Frage, wie lange das noch gut gehen wird. Ja. Irgendwann wird es einen Umbruch geben und ob es der vom Klaus Schwab prophezeite oder ein positiver ist, wird sich dann zeigen. Ja, also ich bin da wirklich positiv. Also ich glaube, natürlich planen die das, aber nur weil gewisse Kreise das planen, heißt das nicht, dass es auch erfolgreich sein wird. Also ich glaube, das hängt wirklich auch, und darum gibt es auch, Gott sei Dank gibt es Sender wie zum Beispiel RTV, die da wirklich, wirklich mutig dagegen arbeiten. Das ist ganz wichtig. Ein Thema, das ja nicht so positiv ist, das gerne unter den Teppich gekehrt wird, man sieht es jetzt an Teichtmeister,
Kampusch und Co. ist das Netzwerk der Kinderschänder, mit dem Sie sich ausführlich befasst haben. Es ist ja immer ein bisschen gefährlich, wenn man da hingreift. Es ist ja nicht unbedingt gern gesehen, wenn da was aufgedeckt wird. Seit wann beschäftigen Sie sich denn mit diesem Thema intensiv? Ich habe ein Buch jetzt vor, ich glaube, 2 Monaten oder 3 Monaten ist es erschienen, eben auch mit dem Titel Das Netzwerk der Kinderschänder herausgebracht. Und die Idee zu dem Buch war circa vor 1,5 Jahren und das war der Fall Deichtmeister, der ist damals gerade bekannt geworden. Und das war für mich eine sehr, sehr, ja, ich würde sagen, eine widerliche Geschichte, sagen wir mal so. Und vor allem, also gar nicht so sehr der Fall selbst, sondern eher der Umgang der Medien, also und der Öffentlichkeit und der Politik, das hat mich irgendwie etwas schockiert. Also man hat da wirklich versucht, das zu bagatellisieren und das war ja nur, er hat sich ja nur die Videos angeschaut und so, man hat wirklich versucht, das, was da passiert ist, zu verharmlosen, ohne natürlich genau wegen Leuten, die sich solche Kinderpornos anschauen, werden natürlich Kinder weltweit vor der Kamera missbraucht, gequält und will man gar nicht näher darauf eingehen. Und das vor allem von den linken Medien, und das hat mich wirklich zutiefst erschüttert, so als harmlos dargestellt worden ist. Und auch das Urteil dann war ja auch, also der Herr Deichtmeister musste keinen einzigen Tag ins Gefängnis. Und das war offensichtlich auch von Anfang an klar. Also, und er hat da vorher Partys gefeiert. Also das war jetzt irgendwie alles, als ob er irgendwie eine falsch geparkt hätte. Und ich habe mich dann gefragt, wie das sein kann, denn man schließlich heften sich ja alle Politiker den Kinderschutz und alle Parteien und alle Medien auf ihre Fahnen. Aber offensichtlich ist das nicht so. Ich habe dann begonnen für das Buch zu recherchieren, unter anderem auch, was die Wurzeln sind und vor allem, was die politischen Wurzeln sind. Und ich bin dann in die Tiefe gegangen, also das wirklich, und das ist wirklich das Erschreckende, und das ist auch eines der Kernaussagen dieses Buches, dass wirklich in linken Kreisen oder sagen wir neosozialistischen Kreisen, neomarxistischen Kreisen, wirklich Kindesmissbrauch ein politisches Machtinstrument ist. Man hat man will die Gesellschaft sexuell oder sonst wie befreien, indem man schon die Kinder sexualisiert, missbraucht. Und viele dieser großen linken Denker, eben Wilhelm Reich, der Psychologe, Österreicher oder die Frankfurter Schule, Adorno, Foucault, die haben wirklich Kindesmissbrauch propagiert als Methode zur Befreiung der Gesellschaft. Und das hat sich ja dann in den 68ern immer weiter verbreitet. Und ja, die Grünen sind ja nichts anderes als die Epigonen, die Nachfolger der 68er. Und das ist auch ein Kapitel, widme ich die 80er Jahre. Und in den 80er Jahren hat die grüne Bewegung, vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich, und das war bisher wenig bekannt, das steht ja auch in dem Buch drin mit einigen Dokumenten, die haben wirklich ganz offen gefordert, Sex mit Kindern zu legalisieren. Also das war wirklich der Plan. Also da muss ich mal sagen, nicht die Grüne Partei, sondern ich sage immer die Grüne Bewegung, weil das war damals die Alternative Liste Wien. Das war eine der Vorgängerparteien der Grünen. Die hatten das versucht, also wirklich ganz offen, da hat es wirklich so Netzwerke gegeben zwischen Grünen, Grünbewegung und Pädophilen, die das versucht haben. Sie sind damals Gott sei Dank gescheitert, obwohl es viel Missbrauch gegeben hat in den 80ern. Und man hat dann in den 90er Jahren was ruhig und man hat dann die Strategie geändert und hat das jetzt nicht mehr offen gefordert, dass man Pädophilie legalisieren soll, sondern hat das dann sozusagen über die Hintertür. Und wir kennen das jetzt alles. Es gibt diese ganze Gender Diversity, die Drag-Queen-Lesungen in die Schulen, wo es ganz wichtig ist, dass irgendwelche Männer sich als Frauen oder als Frauenkarikaturen, muss man ja sagen, verkleiden und dann die Kinder schon mit einschlägigen Themen da irgendwie bombardieren. Das geht ja in diese Richtung. Man versucht, die Schamgrenze der Kinder niederzureißen, sie sexuell zu desorientieren. Und das geht wieder mal genau in die Richtung, dass man die Kinder als politisches Mittel missbraucht. Also für die Linken sind Kinder wirklich politische Verschubmasse. Und die sind da, und das, wenn man sich, ich habe das im Zuge meines Buches, ich habe das selber nicht geglaubt, voll komplett skrupellos. Also das ist, wenn man sich auch anschaut, auch in den linken Diktaturen wie in der DDR und so, wo drin stand, ist möglichst viel die Kinder aus dem Familienverband reißen und sie zu indoktrinieren, damit es gute Sozialisten werden. Und dazu ist ja immer auch die Sexualität und die Sexualisierung und auch der Missbrauch ein Instrument, das man dazu einsetzt. Und so heißt, zum Beispiel, es gibt jetzt auch ein aktuelles Thema, das heißt, betrifft jetzt nicht Österreich, aber Deutschland, wo man, ich glaube, vor einem Monat was aus
Kinderpornokonsum und Verbreitung und all das, was mit Kinderporno zusammenhängt, aus einem Verbrechen ein Vergehen gemacht hat. Also haben wir das Strafmaß runtergesetzt. Und das hat weitreichende Folgen, dass man jetzt nicht mehr angeklagt werden muss, wenn man, so wie zum Beispiel ein Herr Deichtmeister, tausende Kinderpornodateien hortet. Also man hat das jetzt ganz offen wirklich wieder bagatellisiert in Deutschland, und das ist eben kein Zufall, und man hat da absolut seltsame Ausreden dafür erfunden, warum man das macht. Aber in Wahrheit ist das, wenn wirklich linke Regierungen an die Macht kommen oder linke Strukturen irgendwie eine große Macht erringen, dann wird das immer, geht es immer in diese Richtung, dass Pädophilie bagatellisiert wird, die Strafen runtergesetzt werden etc. Und das ist halt wirklich eine große Gefahr, da muss man wirklich dagegen arbeiten. Ja. Wenn man sich anschaut, wie viel Energie da reingesteckt wird, das Ganze irgendwie klein zu halten und nicht zu groß werden zu lassen, könnte man vermuten, dass da vielleicht einflussreiche Kreise im Hintergrund stehen. Absolut. Also es gibt auch ein Buch, ist, wo man es ja sogar nachweisen kann, das ist ja sogar belegt, der Otto Mühl, der Wiener Aktionskünstler, der dann im Burgenland seine Kommune aufgebaut hat, wo dann fast 20 Jahre lang Kindesmissbrauch und sexueller Missbrauch passiert ist. Und in dieser Kommune, und der Otto Mühl hatte wirklich beste Kontakte zur SPÖ-Regierung. Also war damals noch unter Kreisky und Innenminister Blecher, die dann sogar Otto Mühl unterstützt haben. Also der hatte auch eine Kommune in Spanien auf La Gomera. Und die haben sich dann da eingesetzt, dass der Felipe González, da gibt es wirklich, das ist auch abgedruckt im Buch, persönliche Briefe von der österreichischen Regierung an den spanischen Regierungschef, dass man bitte den Otto Mühl doch unterstützen möge bei seiner Kommune, obwohl damals schon klar war, dass da sexueller Kindesmissbrauch passiert. Also da sieht man wirklich so diese Netzwerke, die dahinter stehen. Warum das so passiert ist, weiß man nicht. Also das kann ich jetzt nicht beurteilen, das wird man wahrscheinlich auch nicht mehr herausfinden können, aber dass dieser Aktionskünstler, der über Jahre sexuellen Missbrauch und der ist auch dafür verurteilt worden, dann begangen hat, da wirklich von den höchsten Kreisen, also wirklich die Regierung, mehrere Minister da unterstützt worden ist, das ist schon sehr verstörend. Und auch da hat es auch dann Parallelen sehr viele zum Fall Deichtmeister gegeben, als Otto Mühl dann der hat dann eine Haftstrafe absitzen müssen, und als er danach rausgekommen ist, wurde von der ganzen Kunstszene wieder gefeiert und man hat es ihm nie übel genommen, seine Bilder sind nie irgendwie jetzt verbannt worden. Ganz im Gegenteil, es ist vielleicht wirklich eine unappetitliche Geschichte, dass die Otto Mühl hat auch diese Mädchen zum Beispiel gemalt auf Bildern. Das sind die Bilder, die mittlerweile die höchsten bei Auktionen die höchsten Preise erzielen. Also das ist, offensichtlich gibt es da eine Käuferschicht, die da drauf steht. Also das ist, ja. Also wenn man sich da in diese Dinge da beschäftigt, da stößt man wirklich auf sehr viele Abgründe, die man... Wie geht man denn mit diesen Abgründen um, wenn man jetzt halbwegs vernünftig tickt und nicht in diese Richtung tendiert, aber sich doch sehr intensiv beschäftigt mit dem Thema? Das macht ja auch mental was mit einem. Stellen wir uns zum Beispiel vor, bei den Ermittlern, die diese ganzen Kinderpornos sichten müssen, die brauchen dann ja psychologische Beratung. Wie kann man sich denn da ein bisschen abgrenzen, wenn man sich mit dem Ganzen beschäftigt? Also ich für mich kann jetzt, Gott sei Dank, brauche ich mir solche Material nicht anschauen. Also ich habe mich auf der politischen Ebene damit auseinandergesetzt. Also in die ganz tiefen Abgründe musste ich mich Gott sei Dank nicht begeben, aber es ist trotzdem natürlich ganz schlimm, vor allem kommt man dann drauf, wie naiv man eigentlich ist. Also was eigentlich hinter der Oberfläche noch immer lauert. Also, und das kann einem schon wirklich sehr erschüttern. Ja. Aber man muss sich damit auseinandersetzen, also man kann das nicht ignorieren und man kann das nur aufzeigen und versuchen aufzuzeigen und das kommt ja oft so harmlos daher. Und also zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel diese Drag Queen Lesungen, das wird immer so verkauft als nette Kinderbespaßung, und da ist halt ein bunt angezogener Mann und er liest lustige Kinderbücher vor. Und was aber dann dahinter steckt, wenn man diese ganze Ideologie sich dann dahinter steckt und die Zielsetzung, dann hört sich der Spaß auf, und deshalb ist es auch so wichtig, darauf hinzuweisen. Deshalb ist es auch ein Anliegen, solche Bücher zu schreiben dass das gelesen wird. Aber das ist halt wirklich auch, da kommen wir wieder zu diesem, wo wir am Anfang waren, das wird natürlich von den
Mainstream-Medien und vom Mainstream halt natürlich boykottiert. Sein Buch wird natürlich nicht rezensiert oder in irgendeiner Weise jetzt. Also das ist zum Beispiel ein Buch, das wird jetzt komplett ignoriert. Also das ist, ja. In der Bevölkerung ist es ja generell ein Tabuthema, Missbrauch, Kindesmissbrauch, das lieber totgeschwiegen wird, anstatt dass man darüber kommuniziert. Was mich persönlich sehr schockiert, ist, dass so wenige Eltern sich damit beschäftigen, was wird denn den Kindern in der Schule beigebracht, wie läuft denn diese Frühsexualisierung ab, dass da nicht einmal Kampagnen vom Gesundheitsministerium, wo man pornografische Begriffe den Kindern näher bringt, verspielt auf Instagram und TikTok, dass nicht einmal das die Eltern bewegt. Woher rührt denn diese Gleichgültigkeit bei Müttern, bei Vätern, was da passiert? Oder sei es auch diese Eltern, die Kinder zu Drag Queen Lesungen bringen und sich da gar nicht damit beschäftigen, was macht das mit Kindern? Ich glaube, das ist so nach wie vor dieses Urvertrauen, wenn das vom Staat kommt oder wenn es der ORF sagt oder wenn es die Mainstream-Medien sagen, dann ist das so und dann wird das schon so richtig seine Richtigkeit haben. Also, dass man das gar nicht hinterfragt. Also, dass das halt wirklich eben, man nimmt das so, wie es einem verkauft wird. Also wenn man sich, ich habe mich auch dann mit diesen Drag Queen Lesungen auseinandergesetzt und wenn man da liest, was die sagen, also sie wollen einfach nur für die Vielfalt werben und dass jeder Mensch glücklich werden soll, das sind so Phrasen, so komplett hohle Phrasen, die komplett bedeutungslos sind und damit versteckt man halt die wahre Ideologie und das wird offensichtlich leider Gottes viel zu wenig hinterfragt und natürlich sollten sich die Eltern schon selbst darum kümmern. Man muss halt auf der anderen Seite sehen, sie werden halt wirklich belogen permanent und mit Desinformation, Propaganda, Framing. Und wer noch immer nach wie vor dieses Vertrauen hat, der wird quasi in das Licht geführt. Also das muss man schon sagen. Ja. Und das ist wirklich so, also das ist ja vielleicht noch ein Punkt. Das eines der ersten Kapitel ist auch ein düsteres Kapitel und da sieht man, wie diese Netzwerke funktionieren. Da geht es um die Kinderheime der Stadt Wien, wo wirklich über Jahrzehnte Kinder missbraucht worden sind, zum Teil prostituiert worden sind. Da geht es wirklich um tausende Kinder und das wussten alle, das wussten die Stadträte, also der Wiener SPÖ, das war alles bekannt und es wurde immer unter den Teppich gekehrt. Also erst als das Ganze dann vorbei war, als quasi die Verbrechen verjährt sind, hat man dann pseudo-halber und auch Druck nach außen das irgendwie aufgearbeitet. Und man hat zum Beispiel also eben das Heim am Wilhelminenberg, das war sozusagen das Zentrum, wo die meisten Fälle passiert sind. Als man das zugesperrt hat, Ende der 70er Jahre, ist dann ein LKW vorgefahren oder zwei LKWs vorgefahren und da wurden alle Akten drauf geladen und vernichtet. Also die sind dann nie wieder aufgetaucht. Das war eine gezielte Vernichtungsaktion. Und da sieht man eben, das war wirklich eben die Stadt Wien, die SPÖ, die das über Jahrzehnte geduldet hat. Sie wusste davon und man hat nichts dagegen unternommen. Also deshalb ist es auch wichtig, dass man da wirklich eine Skepsis all diesen Dingen entgegenbringt. Also man muss sich wirklich um das Wohl der Kinder selbst kümmern. Man kann das nicht jemandem anderen anvertrauen, ohne da wirklich jetzt sich damit auseinanderzusetzen. Wo müsste man denn den Hebel ansetzen, dass man die breite Masse erreicht und vielleicht einmal wachrütteln und sagt, hey, Moment einmal, es ist nicht richtig, was da passiert, da läuft viel schief und passt auf eure Kinder auf. Ja, also Information, Information, Information. Also vielleicht ist zum Beispiel auch da jetzt dieses Gespräch, das sind alles kleine Schritte, kleine Maßnahmen. Und ja, also mir fällt jetzt nichts anderes ein, also was man außer die Menschen zu informieren und da sind ja Gott sei Dank eh einige dran und diese Informationen weiter zu verbreiten und auch wirklich zu versuchen, das natürlich immer auf sehr seriöse Weise zu machen. Also es ist auch das Buch zum Beispiel ist wirklich nach wissenschaftlichen oder journalistischen Standards geschrieben, das ist alles mit Quellen belegt, also da gibt es jetzt keine komplett abstrusen Theorien oder sonst was, sondern ich habe da wirklich versucht, das kann man alles nachprüfen, also alles, was da drin steht, ist auch tatsächlich passiert. Diesen Informationen kann man wirklich trauen. Und so muss man halt arbeiten, die Menschen informieren, die Menschen überzeugen, weil, also was da passiert und diese ganzen Abgründe da, mit denen die Kinder da konfrontiert werden, also da muss man wirklich etwas dagegen tun. Ja.
Schauen wir zu den journalistischen Standards. Wissen wahrscheinlich viele gar nicht mehr, was das sind für Standards. Wir haben ja nur mal Haltungsjournalismus aktuell. Und wer mehr zahlt, dessen Meinung wird quasi verbreitet. Eher nach diesem Motto, alles propagandistisch, alles auf Linie, alles dem Narrativ nach. Journalismus ist ja ein sehr starkes Werkzeug, das vieles bewegen kann. Was müsste sich denn da verändern, dass wir da wieder auf Kurs kommen, dass die Menschen wieder wirklich informiert sind? Und umgekehrt, wo können sich die Menschen denn informieren und sagen, wir wollen echte Informationen und nicht einfach Haltungsjournalismus? Also grundsätzlich glaube ich, also dass wirklich viele Mainstream-Medien oder auch insbesondere der ORF, den halte ich für nicht reformierbar. Also das ist so, dass sitzen, ich glaube, 3.000, 4.000 Leute, die alle auf mehr oder weniger links gepolt sind. Da gibt es ja auch Umfragen und auch von der Arbeiterkammerwahl, da gibt es einen Wahlsprengel, wo man das nachvollziehen kann. Also das ist jetzt keine Behauptung, sondern das sind wirklich überzeugte Linke. Also da kann man auch nichts machen. Also den sollte man einfach möglichst auf ein Mindestmaß zusammenschrumpfen oder ganz zusperren. Das ist das Eins. Das ist die einzige Möglichkeit. Das Problem ist wirklich so ein ganz tiefes, strukturelles. Ich habe 5 Jahre lang Radiojournalismus unterrichtet auf der Fachhochschule in Wien. Und das war, also, und man sieht schon der Nachwuchs, also die Leute, die sich in der FH Journalismus lernen, das waren so, ich würde sagen, 95% schon Linke. Also die kommen schon aus den Gymnasien oder sonst wo dorthin. Das heißt, da braucht man auch gar nicht mehr viel indoktrinieren, sondern die haben schon die politische Richtung vorgegeben. Das wird dann halt dort, erlernen sie das Handwerk das wird halt noch verfeinert. Aber es beginnt schon wirklich beim journalistischen Nachwuchs. Also das ist so Sender wie zum Beispiel Servus TV, die da wirklich, oder auch RTV, die da massiv dagegen arbeiten, die haben auch relativ schwierig, ich habe das von Servus TV mitbekommen, überhaupt Leute, Nachwuchsjournalisten zu finden, die nicht link sind. Also das ist einmal das Hauptproblem. Und das sind natürlich, also da braucht man auch gar nicht, also diese, die braucht man auch gar nicht mehr besonders zu erziehen oder ihnen Befehle zu geben. Die schreiben das von alleine. Also wenn ich jetzt fürs Profil arbeite oder fürs News oder für den ORF, da brauche ich nicht sagen, du musst so und so über Corona berichten oder die Zuwanderung, sondern das funktioniert eher von alleine. Die wissen das von ganz alleine. Andernfalls hätten sie auch dort gar keinen Job. Also das ist mittlerweile eigentlich so ein Selbstläufersystem geworden. Wobei natürlich schon den großen Medien das Publikum abhanden gekommen, das heißt, die leben ja immer mehr vom Staat. Also das war ja zu Corona-Zeiten war das ganz massiv, als da über die Inserate und über Sonderförderungen da wirklich sehr viele Medien, die schon kurz vor dem Bankrott waren oder die so große Schwierigkeiten hatten, finanziell wieder aufgepäppelt worden sind. Also die Medien schreiben ja nicht mehr für die Bevölkerung, für den Leser, für den Seher, sondern wirklich fürs politmediale Establishment, für die Herrscherklasse. Also die haben sich da komplett abgewandt und die haben sich auch schon so weit aus dem Fenster gelehnt. Ich glaube auch, da gibt es auch kein Zurück mehr. Also wichtig ist, dass sich die Leute wirklich von alternativen Medien informieren, sie wirklich abwenden. Und das Schöne ist, es gibt ja wirklich genügend. Also es gibt eben, sogar im Fernsehbereich gibt es einiges, es gibt im Internet sehr viel, es gibt die ganzen Messenger-Dienste, es gibt auch rechte Magazine etc. Also das Angebot ist sehr groß, aber leider sind die Reichweiten dieser Sender noch immer zu klein. Also wenn man sich das jetzt vergleicht, leider ist der ORF zum Beispiel noch immer das marktbeherrschende Medium in Österreich, was Radio, Fernsehen und sogar Internet betrifft. Also es ist wirklich eine lange Aufbauarbeit, aber wenn man sich anschaut, also ich mache das schon sehr lange, also den ersten Boom haben wir gehabt 2015 mit den Willkommenswahn und dann Corona, also die alternativen Medien werden schon immer wichtiger und wichtiger und es wäre ja, wenn man sich anschaut, was in Corona passiert ist, diese Massendemonstrationen und dieser Widerstand wäre ohne die alternativen Medien nicht denkbar gewesen und das Engagement. Also insofern bin ich da auch guter Dinge. Und vor allem, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, ORF, das ist ja ein Medium für Senioren. Also ich glaube, die Zeit im Bild 1 hat, das Durchschnittsalter ist weit über 60. Ich meine, das ist natürlich in einem Land wie Österreich, wo die Bevölkerung überaltert ist, noch nach wie vor eine ganz, ganz entscheidende Größe. Aber jetzt bei den Jungen verändert sich da schon einiges. Während man die einen verbietet, fordert man für die anderen Zwangsgebühren ein, die eigentlich keiner zahlen will. Die riesengroße Wellen schlagen. Frank und Frei, Ihr Verlag, spricht ja für sich vom Namen her. Wo bekomme ich denn die Bücher, wenn sich die Großen weigern, die Bücher zu verkaufen?
Also über die Verlags-Homepage kann man es immer kaufen. Und man muss, da muss ich sogar wirklich in Schutz nehmen, Amazon in Schutz nehmen. Also über Amazon kriegt man es eigentlich immer. Also die boykottieren das nicht. Also da kann man es immer bestellen. Und es gibt auch einige Buchläden, die es verkaufen. Oder eben bestellen. Aber am besten ist es entweder direkt beim Verlag oder auch über die großen Online-Händler. Da kann man es eigentlich auch beziehen. Bei den stationären Buchhändlern ist das eher ein Lottospiel, also die meisten verkaufen es nicht. Eine kurze Abschlussfrage, die Zeit ist vorangeschritten, wir sind schon wieder am Ende unseres Interviews. Ist der Wind wirklich so stark, dass man sich fürchten möchte oder darf man ruhig mutig sein oder fürchten muss oder darf man mutig sein und seine Meinung sagen? Sie müssen es ja wissen, Sie nehmen sich kein Blatt vor den Mund. Was kann man denn den Menschen, die zu Hause sitzen, sie vielleicht nur ein bisschen fürchten, dass sie es nicht aussprechen dürfen, was kann man denen mit auf den Weg geben? Naja, man sollte wirklich abwägen. Die persönliche, natürlich kann man Nachteile haben, wenn man sich gegen das System auflehnt, vor allem noch dazu, wenn man vielleicht noch irgendwie im staatlichen Bereich arbeitet, da kann das natürlich schon zu massiven Konsequenzen führen. Aber wovor fürchtet man sich? Also was ist schlimmer? Also sich unterdrücken zu lassen, in einer Diktatur zu leben oder sich dagegen aufzulehnen? Also das ist wirklich eine Frage und wirklich, also diese Sonntagsreden, die immer die linken Politiker oder unsere Politiker so gerne schwingen, dass es Demokratie nicht gratis gibt und dass man sich für die Demokratie etc. einsetzen muss, ja, das stimmt wirklich. Also man muss wirklich für seine persönliche Freiheit was tun und das gibt es eben nicht gratis und das kann auch wirklich immer mit Nachteilen verbunden sein. Aber ich meine, das muss man für sich selbst entscheiden. Und je mehr sich dagegen auflehnen, desto weniger Macht hat dann das Establishment. Man hat das auch bei Corona gesehen, wenn dann wirklich Hunderttausende auf die Straße gehen, dann sieht man auch, dass die Macht der herrschenden Klasse irgendwann einmal endet. Dass man nicht alleine ist. Ja, genau, vernetzen und. Ja, dann vielen Dank für Ihre wertvolle Zeit. Ich bin gespannt, was da noch alles an Büchern kommt. Und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für die Einladung.